Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Janja und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen oder für die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. By the way, habe ich jetzt gleich am Anfang des Videos eine schlechte Nachricht für euch zum Thema My Pride. Und zwar ist eine der Sprecherinnen krank geworden und deswegen müssen wir die dritte Folge auf Deutsch auf unbestimmte Zeit verschieben. Wann genau Folge 3 kommt, erfährt ihr dann entweder in den nächsten Videos oder ich poste es im Community-Tab. So, genug gequatscht und starten wir los mit dem heutigen Video. Wer ist Janja? Janja ist ähnlich wie Shenzi, Banse und Ed eine Tüpfelhyäne. Er ist der Anführer eines kleinen Hyänenclans im Schattenland. Und außerdem ist er der Hauptantagonist, also Bösewicht, von Kieran und der Garde der Löwen in Staffel 1 und 2. Kommen wir auch schon zu Part 2. Wo kommt Janja vor? Das ist tatsächlich eine ziemlich einfach zu beantwortende Frage, denn Janja kommt ausschließlich in der Serie Die Garde der Löwen vor. Und im Prinzip läuft es fast immer gleich. Er und seine Hyänen arbeiten immer an bösartigen Plänen, um an Fressen zu kommen. Doch Kieran und die Garde der Löwen können das immer verhindern. In einer Folge trafen sie auf die Schlange Ushari und eigentlich wollten sie die Schlange auch fressen. Allerdings bat ihnen die Schlange einen ziemlich coolen Deal an. Ushari half ihnen dabei, einen Weg zu finden, um mit Scar sprechen zu können. Dafür brauchten sie allerdings zwei Dinge. Makinis oder Rafikis Stab und das Gebrüll. Also klauten sie kurzerhand den Stab von Makini und entführten Kiara ins Schattenland. Daraufhin kamen Kion und die Garde der Löwen ins Schattenland, um Kiara zu befreien. Daraufhin begann Janja Kion zu provozieren, sodass dieser das Gebrüll einsetzte. Schließlich konnte Kion Kiara befreien, beziehungsweise konnte sich Kiara irgendwie selbst befreien und die Garde der Löwen brachte sie zurück ins geweihte Land. Daraufhin warfen sie Makinis Stock in die Lava eines Vulkans, woraufhin große Flammen aufstiegen, in denen Scar erschien. Danach arbeiteten die Hyänen mit, beziehungsweise eher für Scar. An der Stelle ein kleiner Spoiler-Alarm für Leute, die die dritte Staffel noch nicht gesehen haben. Janja wechselt nämlich am Ende der dritten Staffel die Seiten und wird gut. So viel zu seinen Auftritten in der Serie. Kommen wir hier auch schon zum letzten Punkt. Was denkt eigentlich die Fanszene über Janja? Bei meiner Suche fand ich tatsächlich ziemlich viele Fanfictions über ihn. So gibt es einige, die glauben, dass er der Sohn von Shenzi oder Shenzi und Banse ist. Und natürlich gibt es auch darüber Theorien, dass er am Schluss mit Jasiri zusammen sein soll. Ich habe da tatsächlich keinen Plan, ich habe den Durchblick verloren. Irgendwie hat am Schluss jeder eine Partnerin. Alles ist möglich. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, was denkt ihr dazu? Glaubt ihr, dass an den Theorien etwas dran sein könnte? Oder habt ihr gar eigene Theorien? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch ein bestimmtes Charaktervideo wünscht oder ein bestimmtes Was-wäre-wenn-Video wünscht, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!